Damit wieder herzlich willkommen zu Sims 4, der Schurken-Challenge. Mit Contessa und ihrem anfänglichen, vielleicht klappt es diesmal, Sugar Daddy. Müssen nur Freunde werden. Das funktioniert. Ah, er haut jetzt erstmal wieder ab. Okay, oh nein, das ist nicht dahin. Hey. Das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert. Morty, ich bin hart auf dich. Ich habe gerade irgendwas über ihn herausgefunden, oder? Er macht Techtelmechtel mit beiden. Morty. Bin ich auch hier? Über Karriere fragen, ich interessiere mich nämlich. Ein Artikel, ein Freelance-Artikelschreiber, oh. So einen habe ich mir also geholt. Gesellig. Er ist kein Familienmensch bisher. Gruselige Musik? Oh, wir passen so gut zueinander, warte mal. Nochmal Knutschi. Er muss los. Schade. Was? Nein, Contessa, das ist nicht gut für deinen Nacken. Sieht doch die ganze Zeit noch aus wie so ein Brandopfer. Boah, das könnte so optimal werden. Wenn das funktioniert, dann zerstöre ich nicht nur eine glückliche Familie, sondern bekomme auch endlich mal wieder ein bisschen Kohle rein. Kanadische Speckpizza, ja.
Mach ich nicht. Könnt mich mal. Weil jetzt erstmal, bis meine Pizza da ist. Oh, ein Geist. Oh, Pizza so gut. Pizza ist super. So, nochmal ein Gemälde fälschen. Das sieht verdammt cool aus. Was willst du? Keine gute Idee. Mach das nicht. So, Kohle. Wir haben auch noch Zeit. Mortimer. Warum nicht? Renne die Kiste! Chakalaka! Boom, 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 boom! Aha. Will ich mal noch nicht versuchen. Ich will erstmal noch mal kennenlernen. Ich muss den erstmal ein bisschen höher machen, bis wir halt Freunde sind. Du alter Schwerenöter, Mortimer. Das funktioniert. Das funktioniert. Kein familiärer Mensch, perfekt. Und wir sind ein Pärchen. Ich bin Mortimers Affäre. Wir müssen da. So, wir sind wieder auf der Arbeit. Oh, das läuft so gut. Wir sind beim Boss einschmeicheln. Das ist unser Miststück.
hast 2000 Dollar, wieder was mitgehen lassen. Unwohlwegen zu vieler Sim. Zu vieler Sim. Komm, wir zocken ein bisschen. Das sieht genau aus wie das Spiel, was ich spielen will als Schurke. Was wohl, so. Ich bin eine neue Todeskammer, fällt mir gerade ein. Hast du? Ja, tut mir leid für dich. Nicht. Worauf habe ich denn Lust? Ist nach Spaghetti. Räumst du halt auf, macht mir ja nichts. So, und heute wieder Plan. Wir machen uns Mortimer klar. Mortimer. Gimme, gimme, gimme your money, Mortimer. Bleibt er. Ich. Funktioniert sehr schön. Riskieren wir es jetzt? Ich habe seine Beziehung zerstört. Komm. Boom, chakalaka, laka, boom, chakalaka, laka, boom, 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 boom. I want you in my room.
freudig überrascht wegen Techtelmechtel. Ja, du gehst, ich bleibe. Bild zu malen. Was will Izzy? Nein, Mann, der gehört mir. Ist echt ein seltsames Bild. Wie weit bin ich noch von Geschenken entfernt? Fast. $400 dafür. Ich glaube, morgen holen wir Mortimer in den Haushalt. Dann gibt's gut Kohle. Ich habe wieder Hunger. Kann ich jetzt eigentlich, kann ich nicht eigentlich? Ja, alles, wofür ich kein Herd brauche, kann ich immer noch machen. Ernähren wir uns als halt vegan. Entschuldigung. Müssen erst morgen wieder arbeiten. Gut. So, wo ist mein Handy da? Will direkt das Sim-Profil öffnen. Noch Ehepartner, aber egal. Wir sind ein Liebespärchen. Wir bumsen viel. Heißt, da. So, ich nehme mir Mortimer. Nehme ich mir Cassandra? Auch nein. Wir nehmen uns aber die ganze Kohle. Kinder brauche ich nicht. Perfekt. Hat er ein bisschen was an Möbeln mitgebracht jetzt? Nee. Goldbarren. Stapelschmutziges Geschirr, Junge.
aus deiner Einrichtung. Du kannst aber jetzt erstmal, warte mal. Mortimer. Beruf. Verdienst nicht gerade viel. Schade für dich. Du bist wenig finanziell. Das heißt, es wird wieder Zeit für Ravens kleine Todeskammer. Dubidub, dubidub, du. Impressionistisches Gemälde erstmal bauen, weil wir sind inspiriert. Und wir haben ja unsere ersten 100.000. Aber noch immer kein Herd, ne? So. Bauen wir mal die neue Todeskammer. Dafür müssen wir den erstmal wegstellen. Eins reicht ja, ne? Will ich nämlich auch sagen. Optimal. Hier gab es doch irgendwo. Ja. Oh, Tür ist zu groß. Schöne Glastür. Soweit schon mal perfekt. Können die Hölle. Dann merke ich, dass die Bude hier echt ein bisschen klein ist. Du kannst erstmal nämlich deinen Job kündigen. Ja. Warte, 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 ich weiß, was ich mache.
Nee, wir können das Fenster leider nicht wegschaffen. Schade. So läuft das schon mal ganz gut. Warte mal. Setz dich jetzt einfach dahin. Wir müssen diese Tür abschließen für jeden außer Cortessa. Oh, wir müssen hier echt die. Wir müssen die Wand streichen. Wir müssen die Wand unseres Hobbyraums streichen, finde ich. Dann können wir direkt mal was Neues eigentlich machen. Hier, das gefällt mir. Ja, hübsch. Und jetzt nehmen wir nämlich noch hier. Wunderschön. Vor allem, jetzt kann ich erstmal ein selbstsicheres Gemälde malen. Wow. Wenn ich jetzt sage, nach Vorlage malen. Mortimer, du bist meine Muse. Ja, Mann, aufgehender Stern, das wollte ich nämlich noch erreichen. Weil jetzt können wir das machen. Erhalte Geschenke per Post. So, das wollte ich nämlich haben. Ja, schön. Jetzt gibt es nämlich Geschenke. Mortimer stirbt da. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Reingerockt.